Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, hier in der St. Hedwigskathedrale mitten in der Umbauphase, in den letzten Jahren, Beginn des letzten Jahres dieses Umbaus. Liebe Schwestern und Brüder, die Sie diesen Gottesdienst mitfeiern, Livestream oder in Rundfunkgeräten, bei Radio Domradio oder EWTN, wo immer Sie uns erleben und erfahren, herzlich willkommen Ihnen allen zum Feier des Hochfestes aller Heiligen. Ich begrüße ganz besonders herzlich Sie, verehrter Herr Nuntius, zu dieser Altarweihe. Immer wenn wir am Altar stehen, stehen wir in der Gemeinschaft mit der ganzen Kirche und mit dem Heiligen Vater. Es ist gut und segensreich, dass Sie diese tiefe Bedeutung in Ihrer Anwesenheit verdeutlichen. Ich begrüße ganz herzlich Sie, lieber Erzbischof Gintaras, der Erzbischof aus Vilnius, mit dem der Hauptstadt Litauens, mit diesem Bistum, mit dem wir so allmählich in eine gewisse Partnerschaft hineinwachsen. Ich freue mich sehr, dass Sie dieser Freundschaft Ausdruck verleihen, indem Sie bei unserer Altarweihe dabei sind. Welcome here
it's a good sign of friendship and partnership that you are in this moment and celebrate with us here. Vor genau 250 Jahren an diesem Tag Allerheiligen wurde die Hedwigskathedrale geweiht und der erste Altar konsekriert, geweiht, vor 250 Jahren. Heute werden wir diesen Ambo und diesen Altar segnen und in der Weihe gleichsam in die Atmosphäre Gottes hineingeben, in die Atmosphäre seines Heiligen Geistes. Dieser quaderförmige, ganz in der Form reduzierte Ambo aus diesen Steinen, zu denen ich nachher noch etwas sagen werde, der mich erinnert an den Eckstein Christus und an den Felsen. Auf ihm wird das Wort Gottes ruhen, die Heilige Schrift wird ertragen. Und an diesem Altar in der Mitte dieser Kathedrale, der gleichsam mit der Kuppel eine Einheit bildet. Himmel und Erde sind verbunden, zeichenhaft, durch das Opfer Christi, das an diesem Altar gefeiert wird. Da wird Heilung und Heil gegenwärtig. Mit Wasser werden sie nachher gesegnet, geweiht. Am Beginn dieses Gottesdienstes aber wollen wir uns erinnern lassen, dass wir selbst der Tempel Gottes sind. Dass wir selbst lebendige Steine dieser Kirche sind, ohne die auch solch ein wunderbarer Bau seine Bedeutung verlieren würde. Deshalb wollen wir am Beginn dieses Gottesdienstes wir nun das Wasser segnen, mit dem wir uns dann segnen lassen und um Gottes Lebenskraft und Frische bitten und nachher dann auch das Ambo und den Altar. Allmächtiger, ewiger Gott, jedes Geschöpf kommt durch dich zum Licht des Lebens. Du schenkst den Menschen das tägliche Brot und bewahrst sie in väterlicher Sorge. Doch deine Liebe ist weitaus größer. Du berufst die Menschen als lebendige Glieder am Leibe Christi zur Gemeinschaft der Kirche. Du reinigst sie von ihren Sünden und führst sie zu Christus, dem Haupt seines Leibes. Wer im Wasser getauft wird und so mit Christus stirbt, den lässt du in deinem Erbarmen frei von Schuld zum neuen Leben auferstehen. Segne und heilige dieses Wasser, mit dem wir den Altar dieser Kirche und uns besprengen. Es ist uns ein Zeichen des heilenden Bades der Taufe, das uns in Christus gereinigt und zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht hat. Lass uns mit allen Brüdern und Schwestern, die künftig Eucharistie feiern am Altar dieser Kirche, zur himmlischen Stadt Jerusalem gelangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Gott, der barmherzige Vater, dem wir diesen neuen Altar auf Erden weihen, verzeihe uns unsere Sünden. Er schenke uns die Gnade, ihm nach dieser Zeit auf ewig das Opfer des Lobes darzubringen. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du schenkst uns die Freude am heutigen Fest, die Verdienste aller deiner Heiligen zu feiern. Erfülle auf die Bitten so vieler Fürsprecher unsere Hoffnung und schenk uns dein Erbarmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Gott, unser Vater, in den Schriften des Alten und des Neuen Bundes ist uns durch den Heiligen Geist dein Wort geschenkt. Es erfülle dieses Haus und dringe ein in unser Ohr und in unser Herz, damit wir ihm gläubig folgen. Gib, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern es auch vollbringen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, sah vom Aufgang der Sonne her einen anderen Engel emporsteigen. Er hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief den vier Engeln, denen die Macht gegeben war, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu und sprach: Fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden zu, bis wir den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben. Und ich erfuhr die Zahl derer, die mit dem Siegel gekennzeichnet waren. Es waren 144.000 aus allen Stämmen der Söhne Israels, die das Siegel trugen. Danach sah ich, und siehe, eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, gekleidet in weiße Gewänder und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und die vier Lebewesen. Sie warfen sich vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Dann nahm einer der Ältesten das Wort und sagte zu mir: Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, und woher sind sie gekommen? Ich erwiderte zu ihm: Mein Herr, du weißt das. Und er sagte zu mir: Dies sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Und seine
Lesung aus dem ersten Brief des Johannes. Schwestern und Brüder, seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich, so wie er heilig ist. Wort des lebendigen Gottes. Christus ist in seinem Wort mitten unter uns. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er sei mit dir, damit du sein Evangelium würdig verkündest. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt, und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder hier in St. Hedwig, zu Hause, auch in den Bildschirmen, in den Gemeinden, in denen Sie mit uns hier im Erzbistum Berlin diesen Gottesdienst mitfeiern, all denen, die im Rundfunk und Fernsehen und Livestream dabei sind. Die Welt ist aus den Fugen geraten. So empfinden das viele Menschen. Das, was zusammenhalten soll, hält nicht mehr zusammen. Da ist keine stärkende, stützende Einheit mehr da. Und eine Ordnung, die Klarheit bringt, Verlässlichkeit, scheint es nicht mehr zu geben. Wir denken an die furchtbaren Situationen des Krieges in der Ukraine, in Israel und Palästina und der großen Sorge, dass hier ein Flächenbrand entsteht. Wir denken an die Positionen des Rechtsextremismus, des Antisemitismus, des Populismus bei uns. Und je mehr wir dagegen angehen, umso größer scheinen sie zu werden. Da denken wir an die große Not vieler Menschen, die in Armut leben, vor allen Dingen alter Menschen und Familien, kranker Menschen. Keiner scheint die Not wirklich ländern zu können. Da denken wir an die Flüchtlinge, die aus so vielen Teilen der Erde, auch aus den sogenannten unbekannten Kriegsherden etwa in Afrika zu uns kommen. Und viele Verantwortliche hier wissen nicht mehr, wie sie diesen Strom meistern sollen. Da sehen wir die Not der Klimakatastrophe und fragen uns, ob wir nicht viel zu spät dran sind mit dem Heilungsprozess, wenn das überhaupt noch möglich sei. Da sehen wir, wie viel Missbrauch, sexuellen Missbrauch es gibt. Wir arbeiten daran, jetzt seit die Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg aufzuarbeiten und erfahren gestern, dass es in Deutschland im Ganzen 17.000 Übergriffe sexueller Art und Verbrechen, die staatsanwaltschaftlich verfolgt werden, in einem Jahr, im letzten Jahr in Deutschland gab. 17.000. Und keiner kann dem scheinbar eine Grenze setzen. Überall, in allen Zweigen dieser Gesellschaft. Da fragen wir uns als Kirche, was wir tun können und ob wir etwas tun können, um den Glauben, die Hoffnung den Menschen heute nahe zu bringen in dieser säkularen Gesellschaft, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, ein Christ zu sein. Und wir wissen es nicht und wir kennen unsere Schwächen und Grenzen und unsere Ohnmacht. Ist alles aus den Fugen geraten? Scheinbar fehlt da irgendwie auch eine bindende und kraftschenkende Mitte und Maß. Und Maßstab, den wir aus dieser Mitte gewinnen können. Meine lieben Schwestern und Brüder, in dieser Situation, in der wir stehen, bekennen wir heute Abend und feiern wir in dieser Feier der Altarweihe, dass die Welt eine Mitte hat und jedes menschliche Leben eine Mitte hat. Jesus Christus. Eine Mitte, die da ist und die bleibt. Eine Mitte, die uns hält und Orientierung gibt und die alles in die Vollendung führt. Jesus Christus ist die Mitte, davon zeugt dieser Altar, dafür steht dieser Altar. Am Opfer des Kreuzes hat er die Gemeinschaft mit Gott für Zeit und Ewigkeit zusammengehalten. Himmel und Erde zusammengehalten, uns Erlösung geschenkt. Heil, er der Heiland, der Erlöser, der Friede, der Mittelpunkt des Lebens und der Geschichte. Kein Mensch, keine Technik, keine Wissenschaft, er ist der Mittelpunkt. Seinen Tod feiern wir, bekennen wir hier.
nicht nur als Erinnerung, sondern als wirkliche Gegenwärtigkeit, real, wirklich präsent. Wird hier gegenwärtig, was am Kreuz und beim Abendmahl geschah, da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Das wird hier an diesem Altar Gegenwart. Wenn der Priester durch die Weihe berufen, im Namen Jesu, in seiner Vollmacht, in Jesu Vollmacht allein, die Worte der Wandlung spricht, Christus ist mitten unter uns. Tut dies, wie ich damals es getan habe, zu meinem Gedächtnis. Das feiern wir, das hält uns, das glauben wir. Dafür steht dieser Altar. Er hält die Gemeinschaft mit dem Himmel. Er heilt, was verwundet ist. Communio, Gottes Gemeinschaft, die allein den Frieden schenkt. Er hält die Gemeinschaft auch mit uns und untereinander. In ihm leben wir in der großen Gemeinschaft. Mit den Menschen an unserer Seite, mit den Menschen in unserer Kirche. Communio. Die große Gemeinschaft. Wir sind hineingenommen und verbunden in ihm. Meine lieben Schwestern und Brüder, in diesen Altar wurden hineingemischt die Steine, die im vergangenen Jahr Menschen gebracht haben. Und die Steine, die von ihrem Leben etwas erzählen, von ihren Freuden und Ereignissen und Sorgen und ihrem Leid und ihrer Traurigkeit. Hier sind Steine drin aus Israel und aus Bethlehem, Palästina. Hier sind Steine aus dem Iran und Irak drin, die Menschen gebracht haben, Muslime gebracht haben. Bitte nehmt diesen Stein mit. Hier sind Steine aus vielen Orten Berlins und der ganzen Bundesrepublik. Hier sind Steine aus Vilnius und aus der Berliner Mauer und aus der Ukraine. Hier sind viele bunte Steine und jeder kann erzählen, dass er sich in diese Schale des Altares hineingeben kann, Gott zu ehren. Und dass sie in dieser Schale mit ihren Sorgen und Nöten verbunden sind mit Christus, dessen Kreuzesopfer wir hier begehen. Ich danke auch für die Steine aus der Ökumene, die hier eingeflossen sind. Dass wir zusammengehören in diesem einen Altar, in Christus und in nichts sonst. Das erzählt, dafür steht dieser Altar. Gemeinschaft aber auch mit den Menschen, die an der Seite dieser Gesellschaft stehen. Auch mit den Menschen, die nicht an Christus glauben oder die gar keinen Glauben teilen. Auch sie sind uns verbunden. Wir werden gleich in die Mitte des Altars eine Reliquie der heiligen Hedwig, der Patronin dieser Kirche, dieser Kathedrale, setzen. Diese Frau, die an die Ränder gegangen ist, zu den Ärmsten der Armen, zu denen, die nicht glauben. Diese Frau, die hier mitten unter uns ist und mit uns in diesem Altar verbunden ist, diese heilige Herzogin, die uns Maßstab ist und Fürsprecherin und eine Herausforderung. Gemeinschaft, hier wird Gemeinschaft in diesem Altar erfahrbar und durch das Opfer Wirklichkeit. Wenn man sich dessen bewusst ist, meine lieben Schwestern und Brüder, dann ist das Erste und Wichtigste, was wir an diesem Altar tun können, Gott zu danken, Dank zu sagen. Wir feiern hier Eucharistie, Feier der Danksagung. Wie oft vergessen wir zu danken? Ja, es ist würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, beten wir in jeder Präfation der Heiligen Messe. Das ist, meine lieben Schwestern und Brüder, eine Entscheidung. Ich will danken, ich will Gott danken, weil nichts in meinem Leben selbstverständlich ist. Alles ist Gnade und Geschenk. Deshalb ist das Danken die erste Haltung eines Christenmenschen, auch an diesem Altar. Danke, guter Gott. Danke, dass du dein Leben gegeben hast, dass du dich hingegeben hast, vergeben hast, Vergebung. Du hast dich gegeben, nicht irgendetwas, du hast dich gegeben. Und so ist Versöhnung gewachsen.
Vergebung eurer Sünden, heißt es in den Wandlungsworten. Danke, danke. Da kann man nichts dran machen. Man kann es nur empfangen, sich beschenken lassen. Das ist eine Lebensentscheidung, eine Weltanschauung. Bin ich letztlich dankbar den Menschen und Gott? Und das ist ein Ort der Wandlung. Wir sagen, Brot und Wein werden gewandelt in den Leib und Blut Christi. Ja, die Substanz ist Jesus Christus. Das dürfen wir nie vergessen. Jesus Christus ist die Mitte. Und wir werden hineingenommen in diesen Weg der Wandlung, der Verwandlung. Wandlung, Veränderung, das ist ein typisches Wort, ein Grundwort dieses Altars und der Feier der Eucharistie. Wer sich wandelt, verwandelt, der lernt, der ist beweglich. Wir müssen als Christen, als Menschen und als Kirche auf dem Wege bleiben. Kirche der Gemeinschaft muss sich immer wieder erneuern, inhaltlich, persönlich, strukturell, gebunden in dem einen Glauben und gefestigt in dem Glauben und doch in den Zeiten jeweils anders. Jeweils anders in der Geschichte, in der Gott uns entgegenkommt, in der uns entgegenkommt. Lernende Kirche, dieser Altar ruft uns auf, bleibt lernende Christen und Kirche und Menschen und lernt mit den Menschen, die am Rande stehen und lernt mit den Menschen, die nicht zu eurer Gemeinschaft gehören. Lernende Kirche. Vor 250 Jahren wurde der erste Altar hier an diesem Tag aller Heiligen in dieser Kirche St. Hedwig geweiht. Welche Geschichte lag da schon hinter den Christen und hinter der katholischen Kirche hier in Berlin und in Brandenburg und Vorpommern? 900 Jahre vorher wurde das Bistum Lebus in Brandenburg gegründet, die ersten Christen, die sich da gesammelt hatten. Und auch 900 Jahre vorher, und wir werden alles dieses in den nächsten Jahren feiern, kam Otto Bamberg und brachte nach Vorpommern und Pommern den Glauben. Über 100 Klöster existierten dann in dem heutigen Land Brandenburg und Vorpommern. Über 100 aktive Klöster, ich kenne noch manche Ruine, die da ist. Bis dann durch die Reformation und nach der Reformation das Leben der katholischen Kirche erstarb. Vor 250 Jahren begann es an dieser Stelle wieder aufzuleben. Welche Geschichte seitdem? Geschichte der Kriege, Geschichte des Elends, Geschichte der Freude, Geschichte der Gemeinschaft und der Zerstörung. Welche Geschichte auch der Kirche in diesen 250 Jahren? Wir tragen diese Geschichte jetzt weiter. Auch die Geschichte des August-Bebel-Platzes, an dem wir hier stehen, in dem Bücher, vor allen Dingen jüdische Bücher, verbrannt wurden, Bücher von Juden verbrannt worden sind. Es ist gut, an dieser Geschichte uns an das erste Wort dieser Kirche auch zu erinnern. Vergiss, heißt es bei Deuteronomium, vergiss den Bund nicht, den ich mit euch geschlossen habe. Und es ist der Bund des Volkes Israel. Und unsere Verbundenheit mit dem Volk Israel, mit dem Paschamahl, über das Paschamahl, ist und bleibt auch an diesem Altar gegenwärtig. Deshalb leiden wir im Moment fest mit dem Volk Israel und mit dem ganzen Krieg und Terror dort und mit all der Ohnmacht, dort Frieden zu schenken. Guter Gott, schenk dem heiligen Land und den Menschen dort deinen Frieden. Meine lieben Schwestern und Brüder, wir gehen diesen Weg der Geschichte weiter. An diesem Altar in unserer Zeit. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass Sie, die Sie heute hier mitfeiern, die Altarweihe, von ganzem Herzen mit dem Psalmisten beten. Zum Altar trete ich voll Freude, so heißt es im Psalm 43. Zum Altar meiner Freude trete ich hinzu, zu dem du mich, Gott, gerufen hast. Und vielleicht geschieht es dann, wie der Prophet Zacharias uns mit auf den Weg gibt, dass die Menschen, die sehen, dass wir zu diesem Altar gehen und von ihm leben, sagen, wir möchten mit euch gehen. Denn wir sehen, wir spüren, Gott geht mit euch mit.
Credo in unum Deo. Liebe Schwestern und Brüder, im Glaubensbekenntnis haben wir gerade bekannt die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist ein feststehender Ausdruck, den kannten die Christen damals für die Gemeinschaft derer, die mit dem heiligen Gott, mit Christus Eucharistie feiern. Ein Wort für die Eucharistie. Dort ist Gemeinschaft der Heiligen, die von Christus geheiligt sind in Taufe und Firmung. Als Geheiligte sind wir auch in besonderer Verbindung mit den Heiligen, nicht zuletzt auch mit den Heiligen unseres Bistums und den Heiligen unserer Heimat, wo immer her sie kommen,
wohin sie mit uns jetzt in dieser Stunde verbunden sind. Sie sind für uns Fürsprecherinnen und Fürsprecher. Sie sind für uns Maßstab und Aufforderung. Ihren Fürsprache wollen wir nun erbitten für diesen Altar, dass er hineingenommen wird in die geistliche Atmosphäre Gottes, für alle, die hier zusammenkommen, um zu beten, für unsere Kirche, für unsere Welt. Seid bitte unsere Fürsprecher bei Gott. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit unserem Gebet vereine sich die Fürsprache der Heiligen, unserer Brüder und Schwestern im Himmel.
bitten dich, erhöre uns. Erfülle alle Glieder der Kirche mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne diesen Altar und weihe diesen Altar und weihe ihn. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne diesen Altar und weihe ihn. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib allen Völkern der Erde Frieden und Freiheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria und aller Heiligen, erhöre unsere Bitten. Mache diesen Altar zu einem Ort, an dem sich die Geheimnisse unserer Erlösung vollziehen. Hier bringe dein Volk dir seine Gaben und Gebete dar. Hier preise es dich mit dankbarem Herzen, als den Schöpfer und Spender alles Guten. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Meine lieben Schwestern und Brüder, ich werde nun die Reliquie der heiligen Hedwig hier in den Altar versenken, bestatten, einfügen. Die heilige Hedwig, die im 13. Jahrhundert gelebt hat, ist eine heilige Brückenbauerin. Sie hat die Brücke gebaut zwischen Ost- und Westeuropa, zwischen Polen und Deutschland. Welches gute Zeichen für Berlin, das ja in dieser Brücke mittendrin steht. Sie hat die Brücke gebaut zwischen Menschen, die dem Glauben fern sind und dem die nahe sind. Als sie nach Schlesien kam, war der Glaube dort gerade neu und noch überhaupt nicht verwurzelt. Und sie hat ihn nach vorne gebracht. Sie war eine Brückenbauerin zwischen Arm und Reich. Immer wieder und immer hat sie keine Schuhe getragen aus Solidarität mit den Armen. Als ihr der Beichtvater sagte, sie soll doch Schuhe anziehen und die Schuhe ziehen, zog sie die Schuhe an sich und hielt sie in den Händen immer. Sie hat in ihren Hofstaat, so wie es damals üblich war, nur Frauen berufen, denen eine große Bildung vermittelt wurde. Und sie hat die Brücke gebaut zwischen Gott und Menschen. Auch im Leid blieb sie Gott treu. 5 ihrer Kinder hat sie in jungen Jahren selbst beerdigt. Welche Brückenbauerin, welche große Frau als Patronin dieser Kathedrale. Ihre Reliquie in unserem Altar ist Maßstab, Trost und Aufforderung. In dieser Feier der Eucharistie wissen wir uns mit Christus verbunden, mit allen Glaubenden, den Lebenden und den Verstorbenen. In besonderer Weise sind die Heiligen Zeugen dieser Verbundenheit. Darum setzen wir nun die Reliquie der heiligen Hedwig in diesem Altar bei.
So spricht Jesus Christus, unser Herr. Wer Durst hat, komme zu mir. Und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. So erfülle er alle, die von diesem Altar seinen Leib und sein Blut empfangen, mit seinem Heiligen Geist, damit sie ein Leib und ein Geist werden in ihm. Christus ist der Heiland. Christus ist der Gesalbte. Wenn wir nun diesen Altar verehren, der für Jesus Christus steht und für seine Liebe in alle Ewigkeit, für sein Kreuzesopfer, dann ehren wir in dieser Salbung des Altares Christus, der unser Heiland ist, der in uns wie das Salböl einziehen will und uns Kraft geben will. Salbung, das ist aber auch ein Zeichen der Würde der Königinnen und Könige, der Größe Jesus Christus. Er ist der Herr, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Gott möge durch seine Kraft und seinen Geist diesen Altar heiligen. Er sei uns ein sichtbares Geheimnis, ein sichtbares Zeichen für das Geheimnis Christi und seiner Kirche. Thank you.
sei ein Zeichen der Brücke an diesem Altar zwischen Gott und den Menschen, unseres Gebetes, unseres Dankes, unseres Lobpreises. Gott, wie Weihrauch steige unser Gebet zu dir empor. Und wie dieses Haus mit wohlriechendem Duft sich füllt, so erfülle Christi Geist deine Kirche. Wir preisen dich, Herr, unser Gott. Wir rühmen deine unsagbare Güte. Denn in vielen Bildern schauen wir das Geheimnis des Altares, das du vollendet hast. In deinem Sohn Jesus Christus. So hat ja Noach, der zweite Stammvater des Menschengeschlechts, nach der Sintflut einen Altar erbaut. Du nahmst den Duft seines Opfers mit Wohlgefallen an und hast deinen Bund der Liebe mit den Menschen erneuert. Auch Abraham, der Vater unseres Glaubens, errichtete dir einen Altar
und war in gläubigem Gehorsam bereit, dir seinen geliebten Sohn Isaak zu opfern. Auch Mose, der Mittler des alten Bundes, hat dir einen Altar erbaut und ihn besprengt mit dem Blut eines Lammes. So hat er auf den Altar des Kreuzes zeichenhaft verwiesen. Alle diese Verheißungen hat Christus in seinem österlichen Heilswerk erfüllt. Als Priester und Opfergabe hat er sich am Stamme des Kreuzes dir dargebracht. Durch ihn hast du alle Sünden getilgt und den neuen und ewigen Bund mit der ganzen Menschheit geschlossen. Darum bitten wir dich, Herr unser Gott, gieße vom Himmel her deinen Segen aus über diesen Altar, der errichtet ist in deinem Hause. Für immer sei er die Stätte des Opfers Christi, für immer der Tisch des Herrn, an dem dein Volk gestärkt wird im heiligen Mahle. Dieser Altar sei uns ein Bild des Herrn Jesus Christus, aus dessen geöffneter Seite im Wasser und im Blut die Sakramente der Kirche hervorgehen. Dieser Altar sei die festliche Tafel, um die sich die Tischgenossen Christi freudig versammeln. Mögen sie hier ihre Sorgen auf dich werfen und neue Kraft schöpfen für den Weg, auf dem du sie führen willst. Dieser Altar sei ein Ort vertrauten Umgangs mit dir und eine Stätte des Friedens. Alle, die hier den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, mögen mit seinem Geiste erfüllt werden und ständig wachsen in deiner Liebe. Dieser Altar sei Quelle der Einheit für die Kirche und der Eintracht für diese Gemeinde. Jeder erfahre hier Gemeinschaft im Glauben und öffne sich dem Geist gegenseitiger Liebe. Dieser Altar sei die Mitte unseres Lobens und Dankens, bis wir nach dieser Zeit die Freude der ewigen Heimat erlangen. Dort weihen wir dir ohne Ende das Opfer des Lobes auf dem lebendigen Altar unserem hohen Priester Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Wir haben dieses Licht an der Osterkerze, Zeichen für den lebenden Christus, entzündet. Christi, leuchte auf dem Altar. Es strahle wieder im Leben aller, die teilhaben hier am Tisch des Herrn.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Amen. Herr, unser Gott, dein Heiliger Geist, komme über diesen Altar. Er heilige die Gaben, die dein Volk dir darbringt, und mach uns würdig für den Empfang deines Sakramentes. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist der einzige Priester, die wahre und einzige Gabe. Er hat sich auf dem Altar des Kreuzes dir dargebracht und uns aufgetragen, das Gedächtnis seines Opfers zu feiern bis zum Ende der Zeiten. Darum hat dein Volk diesen Altar errichtet, den wir mit Dank und Lobpreis dir weihen. Hier ist in Wahrheit der erhabene Ort, an dem sich im Sakrament das Opfer Christi vollzieht, dir zur Ehre und uns zur Erlösung. Hier ist der Tisch, an dem du deine Söhne und Töchter mit dem Leib Christi stärkst und sie zusammenführst zu einer heiligen Kirche. Hier ist Christus, der geistliche Fels, aus dem die Ströme des Lebens quellen. Hier schöpfen die Gläubigen den Heiligen Geist, der auch sie verwandelt zu einem lebendigen Altar und einer heiligen Gabe. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, der dem Gedächtnis aller Heiligen geweiht ist, die im Leben Christus nachfolgten und im Sterben von ihm die Krone der Herrlichkeit empfingen. Durch ihn, den Urheber und Vollender unseres Glaubens, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus,
der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit der Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit den Aposteln und Martyren, mit der heiligen Hedwig und mit allen Heiligen, auf deren Fischsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Heiner und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlöste. Gerasis Tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusius savo vaikus, apie save gailestingai suvienį. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel so
vergib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Wirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Zeichen dieses Friedens und der Versöhnung. Seht in der Gestalt des für uns gebrochenen Brotes Christus, das Lamm Gottes. Er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Zum Altare Gottes will ich treten, zum Gott meiner Freude. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Lasset uns beten. Ich lade Sie ein, meine lieben Schwestern und Brüder, wer möchte, doch die Hände so zu öffnen, zu halten, wie die Schale des Altars, in denen unsere Steine sind, und dass wir das Schlussgebet so zum Herzen gemeinsam beten mit unserem Altar, wenn ich das so bildlich sprechen darf. Gott, du allein bist heilig. Dich ehren wir, wenn wir der Heiligen gedenken. Stärke durch dein Sakrament in uns das Leben der Gnade und führe uns auf dem Weg der Pilgerschaft zum ewigen Gastmahl, wo du selbst die Vollendung bist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nehmen Sie doch bitte noch einmal einen kleinen Platz. Liebe Schwestern und Brüder, ich danke Ihnen allen von ganzem Herzen für Ihr Kommen, für Ihr Mitbeten, Mitfeiern hier zu Hause in den Gemeinden unseres Bistums, hier in der Hedwigskathedrale und überall, wo Sie das Domradio und EWTN diesen Gottesdienst auch mitverfolgt haben. Oder in Ausschnitten im RBB, der Dompropst wird ja gerade noch abschließend interviewt. Ich danke ganz herzlich den Gästen der Ökumen, das ist für uns ein ganz, ganz tiefes Zeichen. Herzlichen Dank, vergelt's Gott, auf dass wir auch aus der Kraft des Altares weiter den Weg gehen. Denn wir alle sind auf dem Weg, das ist eine Zwischenstation, auch dieser Altar, in den Himmel. Und das ist die Wegzehrung, Viaticum, für unseren Weg, nicht nur für die Kranken, sondern für jeden von uns auf dem Weg in die Zukunft. Ich danke Ihnen, sehr geehrter Herr Nunzius, noch einmal sehr herzlich für Ihr Kommen. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mit uns diese heilige Messe heute gefeiert hast. Liebe Schwestern und Brüder, Erzbischof Gintas Mustaras ist, wenn man es übersetzt, den Namen, heißt der Bernstein. Und sein Kreuz ist aus Bernstein genommen. Und er hat, als er, when you came to visit us June, last June, he brought us, one year ago, ein Bernstein mit, he brought for the altar. Then we'll show it, can we go? Sie können nachher mal auch gucken, ob Sie Ihre Steine finden, aber it's fortunately we found your stone. Look here. Yeah. That's yours. We are connected forever. Er wird nun einen kleinen Gruß an uns richten, in Englisch. Es gibt demnächst für alle ein Heft, der Predigt auch mit einigen anderen Texten. Und dann werden wir es auf Deutsch auch abdrucken, das wegen der Zeit machen wir das jetzt alles auf Englisch. Er spricht so ein gutes Amerikanisch-Englisch, dass er das gut versteht, ich hoffe. Your Excellencies, Brother Priests, Brothers and Sisters in Christ, it is a great honor for me to be here with you in this much-awaited celebration of the dedication of the new altar in the Cathedral of the Archdiocese of Berlin. As the sacrifice of the altar is the source and summit of the Christian life, so this altar is a symbol of the communion uniting all the faithful of this archdiocese into one body. This dedication is a significant milestone in the reconstruction of this cathedral, which when complete will be again a living sign of the community it brings together and represents. The stones embedded in this altar, gathered from around the diocese, beautifully symbolize the living stones of which the diocese is composed. The session of the Synodal Assembly that just finished in Rome last Sunday was a reminder of the responsibility of bishops, not only for their own diocese, but that together they share a responsibility for the universal church. This is not just about church teaching, but is based on living relationships
between bishops and between local churches. The relationship of our diocese is now symbolically solidified by one of the stones of this altar, a piece of amber from Lithuania, that will represent the communion of the people of God in our diocese. Today we rejoice with all the saints, along with the whole archdiocese, that the new altar has been dedicated and that the progress of the renovation of the cathedral is moving forward. May God continue to bless this work that all those who participate in this holy work. May he bring about a new renewal, not only of the physical building, but a great renewal of all the living stones that make up this archdiocese. May God continue to bless you all, the bishop, and all his people. Meine lieben Schwestern und Brüder, lassen Sie mich zum Schluss ein Wort des Dankes sagen für Ihr Mitbeten, für Mitfeiern. Ein Dank für alle, die diesen Gottesdienst vorbereitet haben, mit sehr viel Mühe technisch von der Lokalität mitten in dieser Baustelle, die wir hier sind. Musikalisch den Ministranten, Ministranten ein herzliches Dankeschön. Ich möchte hier nutzen, Ihnen zu sagen, dass wir jetzt in der letzten Etappe sind. Das wird noch mal eine sehr anstrengende Etappe. Und ich möchte ein ermutigendes Wort an Sie richten, die Sie hier bauen und arbeiten. Die Sie bauen als Handwerker, als Architekten, in der Künstler, in unseren Beratungsgremien, in der Verwaltung, in der Administration, auch in der finanziellen Regelung. Stellvertretend möchte ich den Dompropsten nennen. Es ist noch eine schwierige, harte Zeit hier vor uns. Es ist manches viel schwieriger, als wir ursprünglich dachten. Aber es geht auf einem guten Weg. Davon bin ich fest überzeugt. Halten Sie sich schon mal, ich wage es jetzt mal zu sagen, halten Sie sich bitte die Woche frei, 2024 vom Christkönigsfest bis zum ersten Adventssonntag inklusive. Da werden wir feiern, dass wir wieder in dieser Kathedrale sein können. Ich sage das jetzt mal, um den Ansporn ein bisschen noch zu forcieren, falls das überhaupt noch möglich ist. Also Dankeschön allen, die arbeiten hier. Ich möchte Sie nun um Gottes Segen, bitten, dass von diesem Altar Segen ausgehe für diese Stadt, für diese Länder, für uns selbst, dass wir Menschen des Segnens werden. Und Gottes Segen für die Kranken, für die Leidenden, für die Sterbenden, für die Einsamen in diesen Städten und unseren Dörfern, hier in Berlin, in Brandenburg, in Vorpommern und überall in Deutschland und darüber hinaus, wo Sie uns jetzt zuschauen. Der Segen möge Sie wirklich im Herzen erreichen. Ein Segen, den wir auch erbitten für die Menschen, die unter Krieg und Bruderzwist leiden, in so vielen Ländern in Afrika, in Asien, in Ukraine, in Israel, in Palästina. Der Geist des Friedens möge durch diesen Segen kommen. Wir wollen bitten um Gottes Segen für alle, die an Christus glauben und für alle, die nicht an Christus und nicht an Gott glauben und für die wir stellvertretend heute Abend auch gebetet haben. Die frohe Botschaft dieses Altares möge uns ausstrahlen, möge ausstrahlen etwas von der Liebe Gottes. Zum Altar Gottes will ich treten, zum Gott meiner Freude. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Gott hat euch zu Königen gemacht und zu Priestern. Er gebe euch die Kraft, aus dem Opfer Christi zu leben. Amen. Er hat euch um einen Tisch versammelt und euch gestärkt mit dem einen Brot. Er mache eure Herzen
und eure Sinne eines durch Christus. Amen. Er hat euch gesandt, euren Glauben zu bezeugen. Er helfe euch, die Menschen durch das Beispiel eurer Liebe zu Christus zu führen. Amen. Das gewähre euch der Dreieinige, der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott im Herrn.